Hallo liebe Leute, in diesem Video zur Wortflüssigkeit werden wir uns anschauen, wie du möglichst viele Punkte in diesem Untertest erreichen kannst. Ich habe das Video in folgende Teile gegliedert. In der Einleitung werden wir uns zuerst mal anschauen, was es überhaupt für ein Untertest ist und wie die Parameter hier für den Metatest gesetzt sind. Im zweiten Unterpunkt werden wir uns anschauen, was bisher beim Metatest drankam und wie die Aufgaben waren. Beim dritten Unterpunkt schauen wir uns an, wer hier besonders Vorteile hat und wie du die später dann noch aufbauen kannst. Im vierten Punkt schauen wir uns die Feinheiten der deutschen Sprache an und das Wichtigste dafür, also für Wortflüssigkeit. Im Unterpunkt Tipps und Strategien werden wir uns ein paar Tricks anschauen, wie man diese Aufgaben schneller lösen kann. Und wir werden noch kurz darüber sprechen, wie man eine Strategie entwickeln kann, um langfristig in diesem Untertest gut werden kann. Im sechsten Punkt schauen wir uns dann ein paar Beispiele einfach an mit verschiedenen Lösungen, also Schwierigkeitsgraden. Da kannst du dann auch gleich mitmachen und vielleicht schon ein paar Sachen, die du vorher gelernt hast, mit einbeziehen. Und ganz zum Schluss zeige ich euch dann noch einen Link, wie ihr kostenlos Wortflüssigkeit üben könnt. Okay, lass uns anfangen. Also, in der Einleitung. So, wir schauen uns jetzt zuerst mal an, was das überhaupt für ein Untertest ist. Ja? Also, worum geht es da? Es geht darum, den richtigen Anfangsbuchstaben eines Nomens zu finden. Und zwar eines Nomens, wo die Buchstaben einfach durcheinander sind. Wie du hier gleich am Beispiel sehen kannst, haben wir hier L. Puter. Das ist eigentlich ein Wort, aber die Buchstaben sind hier einfach vertauscht. Und es geht hier darum, dass du den richtigen Lösungen, also Anfangsbuchstaben in den Lösungen findest. Wie du hier sehen kannst, du hast von A bis D Anfangsbuchstaben, die möglich wären. Und dann gibt es auch noch die Antwortmöglichkeit E. Die steht immer dafür, wenn es keine von den vorherigen Anfangsbuchstaben ist. Vielleicht hast du das Wort jetzt schon gefunden, das ist ein eher einfaches Wort mit 5 Buchstaben. Wenn nicht, kein Problem, wir werden dann im Lösungsteil nochmal darauf zurückkommen. Was bisher geschah? Bis jetzt war es immer so, dass du hier immer 15 Aufgaben in 20 Minuten beim Metatest lösen musstest. Die Anzahl der Buchstaben war immer von 6 bis 10, die Länge des Wortes. Und das ist... bei 6 Buchstaben ist es noch relativ leicht, da schnell ein Wort zu finden, weil man da nicht so viele Möglichkeiten hat. Bei 10 Buchstaben ist es dann schon wirklich relativ schwierig und da muss man schon einiges tricksen, um da schnell das Wort zu finden. Bisher gab es auch keine Umlaute und kein scharfes S beim EDT. Und das stand auch bis jetzt immer in den offiziellen Angaben vom VMC, dass keine Umlaute und kein scharfes S dabei sein werden. So wird es auch wahrscheinlich für nächstes Jahr sein. Als dritten Punkt habe ich hier die Vorteile aufgeschrieben. Und dann geht es darum, wer hat hier einfach von vornherein bessere Chancen bei diesem Untertest. Da steht ganz klar im Vordergrund, wer ein großes Vokabular hat, also einen großen Wortschatz, der wird hier viel rascher Wörter finden, weil er einfach einen wesentlich größeren Wortschatz hat und dadurch schneller einfach dieses Wissen abrufen kann. Und da kommen wir auch schon zu den wichtigen nächsten zwei Punkten, und zwar Muster erkennen und schnell das Wissen abrufen. Das sind so Fähigkeiten, die hier besonders eine Rolle spielen, weil es geht halt einerseits darum, diese Wörter so schnell wie möglich zu finden, ja? Also dieses schnelles Wissen abrufen. Und auf der anderen Seite natürlich geht es auch darum, Muster zu erkennen. Weil du hast einen Buchstabensalat, das sind alle Buchstaben durcheinander. Und da wieder ein Wort daraus zu bilden, diese Fähigkeit könnte man halt auch als Muster erkennen nennen. Wenn du darin besonders schlecht bist in diesem Untertest, kann ich dir einfach raten, damit wirklich früh, also so früh wie möglich zu beginnen und langsam sich das aufzubauen. Genau auch das ist möglich. Also wenn du jetzt im Moment vielleicht Probleme hast mit dem Untertest, das ist ein Untertest, den man eigentlich relativ gut sich vorbereiten kann,
Das braucht man einfach sehr, sehr lange Zeit. Als nächsten Unterpunkt haben wir die deutsche Sprache. Und zwar wollte ich hier ein paar Tabellen mit dir durchgehen. Und wir werden mit der ersten anfangen. Das ist die Häufigkeit von Anfangsbuchstaben in Fließtexten. Und zwar kannst du hier sehen, dass die folgenden Buchstaben D, S, E und I, W, die sind relativ häufige Anfangsbuchstaben in Fließtexten. Fließtexten einfach normalen Texten wie Wikipedia-Artikel oder Zeitungsartikel. Das nächste ist die Häufigkeit von Anfangsbuchstaben in Lexika. Hier ist das S ganz klar an erster Stelle. Wenn du dir mal so ein Wörterbuch anschaust, da ist immer das 40. Kapitel ist das mit dem Buchstaben S. Aber diese beiden Tabellen von den Anfangsbuchstaben sind dann für diesen Untertest insofern nicht so relevant, weil es ja diese Wörter, die ausgewählt werden, ja nicht zufällig ausgewählt werden, sondern da wird schon einiges durchdacht, welche Wörter man da reingibt. Ich wollte das trotzdem hier mal reingeben, einfach der Vollständigkeit halber. Als nächstes schauen wir uns die häufigsten Buchstaben überhaupt an. Also die kommen einfach in den Texten, also überhaupt in der Sprache am häufigsten vor. Und da steckt schon das E ganz vorne an der Stelle. Und das mit 16,11% ist das wirklich ein sehr, sehr häufiger Buchstabe. Du wirst auch bei den bei allen Übungen das E sehr, sehr häufig vorfinden. Neben dem E hast du dann halt auch noch N, I, R, T, S. Ja, auch diese Tabelle ist einfach mal gut, so einen Blick drauf zu werfen, weil es doch recht spannend ist, dass zum Beispiel so ein Buchstabe wie E 16 zu 16% vorkommt und wie ungleich das eigentlich dann verteilt ist über das Alphabet. Der nächste Punkt, und das ist eigentlich mit diesem Kapitel, was wir jetzt durchmachen, der deutschen Sprache, ist das sicherlich das Wichtigste. Und zwar die Buchstabenkombinationen. Und zwar hier, wie du sehen kannst, die Zweierbuchstabenkombinationen ER, EN, CH, DE, EI, ND, IE, TE, IN, GE. Das sind die häufigsten Buchstaben, Zweierbuchstabenkombinationen, die du in dieser, in der Sprache und dann halt auch bei diesem Untertest vorfinden wirst. Und es ist ganz wichtig, sich diese Zweierbuchstabenkombinationen anzuschauen, weil es ja doch so ist, dass man, wenn man jetzt nicht auf das Wort sofort draufkommt, sich diese Buchstabenkombinationen ein bisschen zunutze machen kann und zum Beispiel mit denen herumspielen kann. Aber wir werden uns das nochmal genauer bei den Beispielen anschauen. Es ist ganz wichtig, dass du das ein bisschen so im Hinterkopf behältst. Ein nächster wichtiger Punkt sind die wichtigen Konsonantenkombinationen. Ja, vorher haben wir Vokale und Konsonanten kombiniert gehabt, in der vorigen Tabelle. Und jetzt haben wir Kombinationen von zwei Konsonanten, wie zum Beispiel CK, CH, TZ, PF, ST, PH. Da gibt es noch sicherlich einige mehr. Das sind einfach nur mal ein paar wichtige, die ich euch hier rausgeschrieben habe. Dann gibt es auch noch Doppelkonsonanten. Ja, also Doppelkonsonanten nennt man die Kombination aus zwei gleichen Buchstaben, wie LL, MM, NN, SS, TT, BB, DD. Und diese Buchstabenkombinationen sind doch relativ wichtig, also vor allem die von den Konsonantenkombinationen und die vorige Tabelle, weil das schon sehr häufige Kombinationen sind. Und wenn man da jetzt nicht schnell auf ein Wort draufkommt, kann man zumindest diese Kombination rauszuschreiben und dann hat man vielleicht ein bisschen ein besseres Bild von dem, was es sein könnte. Der nächste wichtige Punkt sind Präfixe und Suffixe. Die sind jetzt für diesen Untertest jetzt vielleicht eher so am Rande relevant. Ich wollte euch das nur nochmal kurz zeigen. Also Präfixe, das sind quasi also die Anfangsbuchstabenkombinationen wie ab, an, b, viel, g, ober, über, um, unter. Das sind so Kombinationen, die sehr häufig vorkommen am Anfang eines Nomens. Und Suffixe sind so diese Buchstabenkombinationen, die am Ende eines Wortes sehr häufig vorkommen. Wie ken, el, en, heit, ickheit, kite, ung, schaft, tum.
sind alles so Buchstabenkombinationen, die sehr gehäuft vorkommen in Wörtern. Genau. Und die letzte Folie zu der deutschen Sprache ist eigentlich nur nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ja? Also Wörter sind Kombinationen aus Vokalen und Konsonanten. Das heißt, wir kommen hier zum ersten Tipp, wie man das lösen kann, wenn du ein Wort hast und du kommst da halt nicht wirklich schnell drauf, was das jetzt sein könnte, kannst du versuchen, die Buchstaben neu anzuordnen. Weil es geht ja darum, das ist eine Mischung aus Vokalen und Konsonanten und wenn du einfach die Reihenfolge von denen vertauschst, dann kommst du vielleicht auf ganz andere Assoziationen, was das halt sein könnte. Genau. Und zwar das Neuanordnen, du kannst es einfach so linear neu anordnen, also so wie vorher bei diesem Beispiel, von links nach rechts einfach neu anordnen, oder du kannst eine Buchstabenwolke dir bilden. Da geht es darum, dass es so wie ich hier unten in dem Beispiel, du nimmst die einzelnen Buchstaben aus dem Beispiel und schreibst sie dir einfach nicht nur um, sondern trennst sie räumlich. Der Vorteil da ist, dass du dann einfach zwischen diesen Buchstaben viel schneller navigieren kannst, um irgendwie ein Wort zu finden. Der Tipp Nummer 3 ist schnell weiterspringen. Wenn du bei einem Wort also zu lange schon Zeit verbringst und du kommst irgendwie da nicht drauf, spring einfach zum nächsten Wort. Dein Unterbewusstsein wird nämlich trotzdem arbeiten und du wirst vielleicht beim nächsten Durchgang, bis du auf dieses Wort draufkommst. Das ist mir zum Beispiel beim Lernen ganz oft, war das bei mir so. Ich bin auf ein Wort nicht draufgekommen und irgendwie hat mich das ein bisschen genervt. Ich habe dann gelernt, wenn man zum nächsten Wort einfach rübergeht, das Unterbewusstsein arbeitet einfach trotzdem weiter. Und man kann das später dann viel schneller wiederfinden. Tipp Nummer 4. Deinen Wortschatz erweitern. Ja, das ist vielleicht sehr aufwendig, weil man ja doch hier, also wenn man einen guten Wortschatz hat, dann hat man einfach viel gelesen und sich viel weitergebildet und das jetzt im Nachhinein in der doch relativ kurzen Zeit wieder aufzubauen, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Kann man machen, ja wie gesagt, das musst du halt selber entscheiden, ob und wie sich das auszahlt für dich. Tipp Nummer 5. Also theoretisch sind das ja alles Wörter aus der deutschen Sprache, also man kann sie alle erlernen. Du kannst zum Beispiel auch ein Wörterbuch durchgehen und dort dir einfach die Nomen anschauen. Vielleicht wirst du da ein paar finden, die du noch nicht kennst, um einfach diesen Wortschatz ein bisschen wieder aufzufrischen. Und was ich da euch nochmal sagen wollte, ist, also zum Beispiel beim letzten MetaT, beim MetaT 2019, waren 13 von 15 Wörtern auch in unserer Datenbank bei Wortflüssigkeit dabei. Das ist auch auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das zu lernen. Der letzte Tipp ist, du solltest schauen, dass du diesen Untertest früh beginnst, weil das ja doch relativ aufwendig sein wird, da wirklich, wenn du merkst am Anfang, das ist ein Untertest, wo du Schwierigkeiten hast, dann solltest du auf jeden Fall früh beginnen, weil man kann das sehr gut aufbauen und jeder einzelne Punkt ist wichtig beim MetaT. Und was meine ich mit langsam beginnen? Also beginn halt vielleicht nicht mit Wörtern, die extrem schwierig sind, also so 9 oder 10 Buchstaben haben. Beginn dann vielleicht mit Level 1, mit irgendwie so 6 bis 7 Buchstaben, um da einfach nicht zu früh die Motivation dafür zu verlieren. Okay, jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele an. Du kannst hier einfach das Video pausieren und versuchen, diese Beispiele selbst zu lösen. Ich werde in der nächsten Folie gibt es ein paar kleine Hilfestellungen, wie wir das vorher aus den Tabellen angeschaut haben, diese Buchstabenkombinationen. Wenn du das so lösen willst, beziehungsweise kannst, dann würde ich dich einfach bitten, das Video zu pausieren und wir machen dann gleich weiter. Okay, so.
Jetzt gehen wir rüber zu den selben Beispielen, aber mit kleinen Hilfestellungen. Wenn du vorher auf die Lösungen nicht sofort gekommen bist, der Wörter, gibt es hier ein paar Hilfestellungen. Siehst du ja beim ersten Wort gibt's zum Beispiel Möglichkeiten von EI als Buchstabenkombination oder IE. Dann gibt es das SP. Beim zweiten Wort das GE oder DE beim dritten Wort. Das sind alles so kleine Hilfestellungen, die man schnell herausfinden kann, wenn man sich diese Beispiele anschaut. Auch hier kannst du das Video pausieren und dann hoffentlich die richtigen Lösungen finden. Wenn du das nicht tust, auch kein Problem, wir werden später nochmal eine kurze Tabelle haben, wo wir alle Lösungen von den Beispielen sehen können. Auch vom ersten, ganz früh in der Einleitung. Okay, wir werden jetzt rübergehen zu den nächsten Beispielen. Wie du sehen kannst, sind diese Beispiele schon etwas länger. Also sie haben einfach mehr Buchstaben, wie die vorher. Vorher waren es so 6 Buchstaben im Durchschnitt. Jetzt haben wir hier auch schon Wörter mit so 8 Buchstaben oder vielleicht auch mehr. Die sind etwas schwieriger. Aber auch hier kannst du das Video einfach pausieren und versuchen selbst draufzukommen. Denn wir werden jetzt langsam rübergehen zu derselben Folie mit ein paar Hilfestellungen. Beim ersten Beispiel ist es ein bisschen schwierig, da kann ich nicht wirklich eine Buchstabenkombination euch anbieten, weil ihr da sofort draufkommen würdet, was es für ein Wort ist. Bei allen anderen gibt es aber hier diese Buchstabenkombinationen, wie zum Beispiel beim zweiten das TUM, das CH, beim dritten Wort TK, CH oder wie auch unten beim letzten Wort das CH. Das sind so alles diese Buchstabenkombinationen, die man sehr schnell herausfinden kann in diesen Wörtern und die euch auch wirklich viel helfen können. Wir werden jetzt rübergehen zu den letzten Beispielen, die noch ein bisschen schwieriger sein werden als die hier. Hier siehst du noch längere Buchstabenkombinationen. Auch hier kannst du das Video natürlich einfach pausieren und dir die Wörter selbst anschauen. Wir werden jetzt rübergehen zu den Hilfestellungen. Hier hast du nochmal die Beispiele, die schon wirklich auf einem relativ hohen Level sind, mit diesen Buchstabenkombinationen, die wir vorher durchgegangen sind. Okay, wenn du dafür schon die Lösungen hast, dann werden wir jetzt rübergehen zur nächsten Folie. Und da werden jetzt alle Lösungen drin sein von den Beispielen, die du vorher gemacht hast. Hier kannst du dir diese Folie kurz pausieren, um einfach das abzugleichen, welche auf was für Worte du gekommen bist. Und selbst nachschauen. In Summe sind das dann 15 Aufgaben, so wie es beim Meta-T sind. Du kannst jetzt selber schauen, wie gut du bei diesen Beispielen warst und wie viel Übung du noch brauchen wirst. So, als letzter Punkt, wie kannst du kostenlos Wortflüssigkeit üben? Das ist sicherlich etwas, was viele von euch interessieren wird. Und zwar haben wir auf unserer Webseite in unserem Lernportal 1200 kostenlose Wortflüssigkeitsbeispiele. Da kannst du einfach reingehen auf unserer Homepage medizinstudent.at und auf der Unterseite für Wortflüssigkeit. Dort findest du dann das Paket. Es ist ganz simpel, du zahlst nichts, du musst einfach nur dir einen Account holen, dann kannst du dich ins Lernportal reinloggen und dort findest du dann einfach Zugang zu 1200 kostenlosen Wortflüssigkeitsbeispielen mit verschiedenen Leveln. Das ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, um da anzufangen mit den Übungen. Weil es ja doch 1200 Beispiele sind doch relativ viel und da kann man schon einiges damit lernen. Wenn dir das nicht genug sein wird, diese 1200 kostenlosen Aufgaben, dann kannst du hier auch, wir haben dazu ein Buch erstellt, da gibt es 4000 weitere Aufgaben inklusive Lösungen,
Da kannst du auch nochmal wirklich sehr viel lernen. Also mit 4000 Aufgaben. Also da musst du zuerst mal diese Aufgaben durchmachen. Damit kann man wirklich sehr, sehr viel lernen. Es gibt hier vier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also du hast hier von leicht bis schwierig, was auf dem Metatee-Niveau ist. Und dann noch über das Metatee-Niveau hinaus gibt es auch noch Buchstaben, also Wörter mit Buchstaben. Anzahl von 11 oder 12, also richtig nochmal hardcore Aufgaben. Es gibt auf Metatee-Niveau über 2000 Aufgaben, ja, das ist das Level 3 und da kannst du nochmal wirklich viel, viel lernen. Und hiermit wären wir eigentlich auch schon am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte auch, euch auch einen Mehrwert bieten und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald, ciao.